In der sechsten Folge von Wir schreiben einen Song verrate ich dir nicht nur, welche Spuren es aus der Recording-Block-Familie schon in unseren Song geschafft haben. Nein, wir machen auch die ersten Testaufnahmen für Vocals und zwar mit zwei Mikrofonen gleichzeitig. Zum einen mit dem WA47 Großmembran-Röhrenmikrofon, ein U47-Klon von Warm Audio. Und wer weiß, was das U47 bedeutet, der wird sich dafür interessieren. Und das WA47 Junior, der kleine Bruder in transistorisierter Variante. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Block und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Block und wir nähern uns so langsam der Ziellinie. Unser Song ist fast fertig, das Instrumental ist zumindest fast fertig, fehlen noch die Vocals und ich habe schon mit dem Text angefangen, ich habe schon das Intro geschrieben, ich habe schon die erste Strophe geschrieben und ich habe auch schon den ersten Refrain geschrieben. Zeit also damit, ein paar Testaufnahmen zu machen und womit würde das besser gehen als mit zwei tollen Mikrofonen, die ich dir heute vorstellen kann. Wir hören uns gleich mal an, wie die beiden unterschiedlich klingen und falls du dich fragst, warum hier Werbung oben eingeblendet ist, ich habe die Mikros kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, vom deutschen Vertrieb von Warm Audio, von Mega Audio zugeschickt bekommen. Ich kann die kostenlos testen und schicke sie danach wieder zurück. Also, falls das hier Schleichwerbung sein sollte, ist nicht, da oben steht nämlich Werbevideo. Also, haben wir den Formalienkram auch abgehandelt. Und kommen wir kurz noch, bevor ich zu den Aufnahmen komme, zu einer anderen Formalie, denn den aktuellen Stand unseres Songs möchte ich dir noch kurz nicht vorenthalten. So ist es, glaube ich, richtig. Denn es sind ein paar Spuren dazu gekommen. Ich kriege von euch regelmäßig Sachen zugeschickt, Ideen zugeschickt, Akkordfolgen, die ich vielleicht noch nutzen soll, Instrumente, die ich vielleicht noch verbauen kann. Und tatsächlich habe ich jetzt zwei Spuren auf jeden Fall schon mal reingebaut. Eine Orgel und einen Synthesizer. Habe mich selber nochmal hingesetzt und mit meinem echten Verstärker, nicht mit dem Camper, mit meinem echten Verstärker nochmal ein paar Spuren aufgenommen. Und welche das genau sind, das gucken wir uns jetzt mal ruckizucki eben in der Session an und kommen danach aber auch sehr, sehr schnell zu den Aufnahmen. Du wartest sicherlich schon darauf. Ich will dich nicht zu lange auf die Folter spannen. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du denkst, hey, von dem Typen möchte ich auf jeden Fall demnächst kein Video mehr verpassen, dann drück schnell auf den Abo-Knopf und vergiss die Glocke nicht daneben, dann kriegst du nämlich auch noch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt. So, genug gelabert, jetzt geht's rüber in die Session und danach direkt zu den Vocal Recordings. Also, los geht's. So, dann sind wir schon in der Session, schauen in einem kleinen Schnelldurchlauf mal eben, was ich noch ergänzt habe, damit du auf dem neuesten Stand bist. Also, am Anfang bei der Intro-Gitarre, wirst du dich erinnern, dass ich da mit der Akustikgitarre was gespielt habe, da habe ich ein paar Fills hier mit diesem Kanal hier ergänzt. Telefills Intro habe ich mit der Tele kurz hingesetzt und ein paar Fills gespielt. Die sollen dann immer zwischen den gesungenen Zeilen kommen, ne, damit das nicht so langweilig wird. Da habe ich Folgendes gespielt. Ne, so keine kleine schöne Country-Licks. Du weißt ja, ich möchte die Leute auf die falsche Spur lenken. Und habe das dann einfach so angepasst. Und dann noch ein kleines Rock-Lick gespielt. Folgendes. Einfach für den Übergang, damit wir da schneller in den Refrain und vor allem energiereicher in den Refrain reinkommen, der ja als erstes dann losknallt. Wir sind bei, wie viele Sekunden sind wir? Bei 31 Sekunden. Time to Chorus habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir mal ein Video oben einblenden. Aber Time to Chorus hier 30 Sekunden, mit anderen Worten perfekt im Prinzip. Nach 30 Sekunden kommt der erste Chorus. Und da kommen wir schon zu der ersten Spur, die dann ergänzt wurde, nämlich eine Orgel. Die Orgel wurde gespielt von Jörg Kochan und die hat er mir zugeschickt. Ich habe diverse Orgelspuren zugeschickt bekommen. Vielen Dank und bitte entschuldigt, wenn eure Spur nicht in dem Song gelandet ist, aber die von Jörg, die hat mir gut gefallen und wir hören mal kurz rein, wie die klingt. Guck mal kurz in den Kanal rein. Ich habe nämlich hier noch ein bisschen nachgeholfen mit dem Red Light Distortion und habe dann noch ein bisschen Drive drauf gemacht und mit dem Pro Equalizer noch ein kleines bisschen im Sound nachgeholfen, aber wirklich nur zum Anpassen. Wir sind ja noch nicht im Mix, ne? Schon geil, ne? So eine Hammond-Orgel, die gibt so richtig Drive da rein und der hat es auch geil gespielt mit dem Leslie, das an- und ausgeschmissen. Also wirklich super. Ist auch keine MIDI-Datei, hat mir das Audio zugeschickt und zusammen klingt das dann so. Ich zieh's mal kurz hoch. Ja,
Das wird im Mix auf jeden Fall ein Riesenspaß, das Ding da reinzumischen. Also Jörg, vielen Dank für die Spur, die du mir geschickt hast. Großartig gespielt. Und im Zwischenteil, im ruhigen Zwischenteil, habe ich dann von Thorsten Häusler, der hatte mir auch eine Orgel geschickt, aber die hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die von Jörg. Aber der Sinti-Part, den er mir geschickt hat, im allerersten Versuch, wir haben danach noch ein bisschen geschrieben, aber im allerersten Versuch war so ein geiler Sinti-Part und den habe ich jetzt für die Mitte vorgesehen. Und zwar hat er mir dieses hier zugeschickt. So ein 80s Sinti-Pad mit Arpeggiator. Und das klingt zusammen großartig, finde ich. Baut eine geile Stimmung auf jeden Fall. Ja, ich gebe zu, ich bin Kind der 80er. Ja. Ja, und das geht noch so weiter, müssen wir jetzt nicht bis zum Schluss anhören. Ich habe am Schluss auf jeden Fall noch ein paar Gitarren reingespielt, mit einem echten Verstärker, habe ich ja schon gesagt. Diese Oktavgitarren, ich liebe es immer, wenn man im letzten Refrain noch ein bisschen anschieben kann. Und da ich den Song natürlich auch arrangementtechnisch immer betrachte, möchte ich da noch ein bisschen mehr Gas geben. Bevor wir den Mix also machen, habe ich das Arrangement schon komplett im Kopf gehabt. Und ich habe diese Gitarren hier eingespielt. Oktaven. Und die sollen ein bisschen Drive reinbringen in das ganze Ding. Das klingt dann mit dem Playback zusammen so. Und speziell, wenn dann gleich alles dazu kommt, im letzten Refrain, geben die nochmal richtig Gas. Hier, ne, sollen richtig Schub reinbringen. So viel zum kleinen Status Quo. Wenn du dir das alles nochmal in Ruhe anhören möchtest, dann geh einfach auf die Seite unter recordingblog.com. Im aktuellen Blog findest du auf jeden Fall die Links. Einmal zur Session und einmal zu den Stems. Das heißt, wenn du kein Studio One hast, kannst du dir trotzdem alle Spuren nochmal runterladen und die dann in deine DAW reinladen. So, jetzt kommen wir aber zu den Vocal Recordings und gehen erstmal rüber und schauen uns mal an, wie ich alles aufgebaut und verdrahtet habe. Also, los geht's. Also, der Aufbau ist schon ein bisschen aufwendiger gewesen. Wenn man zwei Mikrofone testen will, dann geht's ja auch vor allem darum, dass die möglichst das gleiche Signal abbekommen. Also habe ich mir die Mühe gemacht, das WA47 Röhrenmikrofon hier auf die Spinne zu stecken und dann mit so einem kleinen Trenner da gleichzeitig noch so einen Arm hinten dran zu bauen, hier so, um dann das WA47 Junior von oben kommen zu lassen. Ich denke, dass das keinen Unterschied macht, ob die Kapsel auf dem Kopf steht oder von oben kommt. Das wird, glaube ich, soundtechnisch keinen großen Unterschied machen. Ich habe vor allem darauf geachtet, dass ich beide Mikrofone möglichst nah zusammenkriege und habe auch mit einer Taschenlampe geguckt, dass ich von beiden die Kapsel genau auf die gleiche Höhe kriege. Das heißt, da gibt es auch keinen Versatz zwischen den beiden. Der einzige Versatz ist halt, dass das eine links ist und das andere rechts. Aber wenn ich hier ungefähr den Abstand habe, den ich gleich beim Einsingen haben werde, das sind von hier ungefähr 20 cm. Ich messe das immer so mit meinen Fingern. 20 cm bis zum Popschutz und vom Popschutz sind es bestimmt nochmal so ja, 6, 7, 8 cm nochmal bis zu den Membranen. Da habe ich auf jeden Fall den gleichen Abstand zu beiden Mikrofonen und ich visiere genau die Mitte zwischen den beiden Mikrofonen beim Singen an, sodass beide Kapseln dann eigentlich das gleiche Signal abkriegen sollten. Ich hoffe mal, dass die Unterschiede dann marginal sein sollten und dass wir wirklich entscheiden können, welches Mikro welchen Sound hat. Ne? Nicht welches einen besseren Sound hat, sondern welches welchen Sound hat. Das wollen wir ja heute auch mal testen. Ich werde am Anfang ein kleines bisschen näher singen. So, also wie gesagt, ich visiere die Mitte zwischen beiden Mikrofonen an und denke, dass das auch beim Nahbesprechungseffekt funktionieren sollte und gehe dann für den zweiten Teil, für den Refrain, hier ungefähr diese 20 cm zurück. Dann laufen die Kabel natürlich aus den Mikrofonen raus. Aus dem WA47 geht es dann hier rüber zum Netzteil. Dann Röhrenmikrofone brauchen immer ein eigenes Netzteil. Hier kann man sogar einstellen, welche Richtcharakteristik das Ganze haben soll. Ich habe das auf Niere gestellt, weil das WA47 Junior ist auch ein Nierenmikrofon und dementsprechend sollten wir ja gleiche Voraussetzungen haben. Hier geht das Kabel raus, direkt dann hier in die Apollo rein. Die Apollo hat insgesamt vier Preamps, vier ganz neutrale, normale Preamps. Und ich habe auch das WA47 Junior dann direkt daneben gesteckt. Also Kanal 3 und 4 sind dann das WA47 und das WA47 Junior. Und dann geht es aus der Apollo direkt rein in den Rechner. Und ich mache mal die Konsole hier auf, damit wir sie sehen können. Da ist die Konsole. Und Kanal 3 und 4 haben dann von mir noch einen Preamp bekommen. Und bei dem Preamp sind 40 dB Grundverstärkung eingestellt. Das heißt, wir haben bei beiden die gleichen Voraussetzungen. Ich habe bei beiden den gleichen Preamp reingeladen, wie man hier sehen kann.
Und die sind beide gleich eingestellt, also nichts dran verändert. Ich habe einfach nur den Gain so eingestellt, dass beide den gleichen Gain haben. Das heißt, wenn wir gleich in der Wellenform sehen sollten und im Pegel sehen sollten, dass ein Mikrofon ein bisschen lauter ist als das andere, dann wissen wir auch, dass es ein bisschen mehr Output hat. Das sollte kein Problem sein. Beide Mikrofone sollten genügend Output haben, um auch einen etwas schwächeren Preamp betreiben zu können. Aber man weiß zumindest, worauf man sich einlässt, ob das eine ein bisschen lauter oder das andere ist. Ich denke mal, das Röhrenmikrofon könnte aufgrund des Netzteils und so weiter und der Bauart mit der Röhre könnte es ein bisschen lauter sein, ein bisschen mehr Pegel rausgeben, aber das, wie gesagt, ist marginal. Wir landen dann in der DAW auf zwei Kanälen und was ich da vorbereitet habe für die Aufnahme, das schauen wir uns jetzt erstmal an, also los geht's. Also wie gesagt, ich habe noch einiges vorbereitet für die Aufnahmen, denn der Song soll natürlich von vorne bis hinten aufgenommen werden und da muss ich natürlich einige Vorbereitungen treffen, denn zum Beispiel fängt der Song ja einfach ohne Timing an, das heißt, ich brauchte auf jeden Fall eine Clock, also habe ich mir erstmal einen Click-Track hier hingelegt, ganz am Anfang, der mir hier vorne vor allem ab Takt 1 schon mal hilft und ich stelle mal eben den Loop hier auf 1, der mir den auf jeden Fall... schon mal den Takt vorgibt, damit ich mich schon mal eingerufen kann, bevor dann diese ruhige Gitarrenphase kommt, die wir da ja vorne am Intro gemacht haben. Als zweites muss ich quasi aus dem Nichts heraus singen, das heißt, ich singe, ohne dass ich einen Akustikgitarrenton gehört habe, direkt auf den ersten Ton drauf. Damit ich da nicht voll daneben liege, habe ich mir einen Orientierungston aufgenommen. Das mache ich ganz gerne, wenn ich nicht weiß, wo ich hinsingen soll, habe ich mit der Akustikgitarre mir kurz einen Akkord eingespielt, das ist dieser hier. Der wird zwei Takte vorher abgespielt, bevor die eigentliche Aufnahme losgeht, also zumindest wo die Stelle kommt, wo ich dann einsinge. Und so habe ich auf jeden Fall eine Orientierung für das, was ich aufnehme. Ich kann den Ton anstimmen schon mal, das wirst du gleich auch sehen, wie ich das mache, dass ich den Ton schon mal, bevor die Aufnahme losgeht, anstimme. Und dann habe ich den im Kopf gespeichert und im Ohr gespeichert und habe nicht so Schwierigkeiten, den ersten Ton zu finden. Also kleiner Tipp meinerseits, wenn du Schwierigkeiten hast, den ersten Ton zu finden, mach dir einfach eine Pilotspur, spiel nur einmal den Akkord an, dann summ dich ein und dann hast du auf jeden Fall vorher immer den richtigen Ton, bevor du anfängst zu singen. Das sind die Vorbereitungen, die ich natürlich in der DAW getroffen habe. Natürlich habe ich auch zwei Kanäle hier angelegt und zwar einmal Pilot Vox WA47 für das WA47 Röhrenmikrofon und einmal für das WA47 Junior, wo wir dann gleich gleichzeitig drauf aufnehmen. Die schalte ich jetzt mal hier aus dem Solo raus und auch scharf. Das heißt, hier wären wir jetzt schon mal aufnahmebereit bei den beiden. Und jetzt zeige ich dir aber noch eben kurz, was ich in der Apollo eingestellt habe. Denn es ist nämlich ein ziemlich cooler Trick, den ich von Ken Lewis, von einem begnadeten Mischer aus Amerika gelernt habe. Bei seinen Aufnahmen achtet er nämlich immer darauf, ich schalte jetzt hier mal gerade um, achtet er nämlich immer darauf, dass der Sänger sich immer hören kann. Und das heißt, er soll sich immer hören, egal ob er leise singt oder ob er laut singt. Wie realisiert Ken das und wie realisiere ich das? Ich habe hier in der Konsole von meiner Apollo, habe ich einfach ein paar Plugins reingeladen. Und das kannst du bei Studio One auch machen, für deine Aufnahme schon mal Plugins reinladen, die du dann später hörst. Und zwar habe ich, das sind die beiden Preamps, die wir gerade gesehen haben, die sind natürlich schon mal vorbereitet, habe ich zum einen einen Equalizer vorbereitet, diesen hier, der macht aber nur Low-Cut, wie du hier sehen kannst, sonst passiert hier eigentlich nichts, das heißt, es ist nur ein Sicherheits-Low-Cut bei der Aufnahme. Danach folgt ein 1176 Kompressor und den habe ich so eingestellt, dass der ziemlich stark komprimiert. Ne? Man muss dazu wissen, diese Plugins, die ich hier reingeladen habe, die werden nicht mit aufgenommen. Das heißt, die sind nur für meinen Monitor-Mix. Und dieser Kompressor, der sorgt dafür, dass das Signal, was ich singe, ziemlich stark komprimiert wird. Singe ich leise, komprimiert er natürlich nicht, aber das Signal ist relativ laut, weil ich hier mit dem Output-Gain was angehoben habe. Und singe ich etwas lauter, komprimiert er und hält das Ganze immer auf demselben Level. Und um das Ganze noch ein bisschen stärker zu machen, habe ich hinten dran noch einen Limiter geschaltet, der das ganze Signal auf jeden Fall nochmal, ein Peak-Limiter, der oben alles abschneidet und alles auf einem Level hält. Das heißt, egal wie ich in dieses Mikrofon reinsinge, ob leise oder volle Pulle laut, ich höre mich immer so gut, dass ich immer über den Playback bin. Und das ist ein Riesentrick. Falls du wissen möchtest, dass ich dir das nochmal zeige, genau wie ich das gemacht habe, wie ich das eingestellt habe und so weiter, dann schreib doch einfach mal Vocal Kompressor unten in die Kommentare rein und dann mache ich nochmal ein spezielles Video dazu. Dann zeige ich dir das nochmal en Detail. Jetzt nur mal kurz überflogen. Also ich habe einen Equalizer, einen Kompressor und einen Limiter reingeladen, die nicht mit aufgenommen werden, die nur für meinen Monitormix dafür sorgen, dass meine Stimme immer oberhalb des Playbacks ist und egal wie laut oder wie leise ich singe, ich habe immer totale Kontrolle über meine Stimme. Ein super Tipp für Vocalaufnahmen. So, genug geredet über die Vocalaufnahmen, jetzt machen wir ernst. Also ich trete vors Mikrofon und los geht's. So, Kopfhörer ist auf, die Aufnahme kann starten. Dann legen wir mal los auf die Plätze. Fertig, los. I heard the news today, oh boy. They made me smile and gave me so much joy. Made my feet, nailed the beam,
made me jump and made me feel the heat. Yeah, my house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll with you. Played it high with heart and soul, went down the rabbit hole with you. And when my heart was rock and roll with you. I heard the news today, oh boy. They made me smile and gave me so much joy. So, und da sind die beiden Schmuckstücke. Wir haben aufgenommen, ich habe insgesamt 3 Takes aufgenommen, wie man hier sehen kann. Hier unten drunter sind jeweils 3 verschiedene Takes. Und ich habe mich nach kurzem Durchhören, das habe ich gerade mal eben offline gemacht, habe ich mich für Take 2 entschieden. Kann aber sein, dass ich mir noch was zusammenkumpe, aber letztendlich ist es ja auch nur eine Testaufnahme. Es soll mich nur daran erinnern, was ich dann später für die komplette und echte Aufnahme aufnehme. Aber wir wollten ja auch die Mikrofone testen. Das heißt, wir hören einfach mal kurz rein in die Aufnahme hier, die ich gemacht habe. Einfach mal ohne das Mikrofon zu bewerten, habe ich jetzt das WA-47 angemacht. Wir hören mal kurz, was aufgenommen wurde. Da ist mein Einsingen, was ich gerade schon gesagt habe. I heard the news today, oh boy. They made me smile and gave me. Und hier der letzte Teil. And my house rock and roll with you. Und wie du sehen kannst, haben beide Mikrofone das gleiche aufgenommen. Das heißt, die Wellenformen sind hier, wenn ich mal hier reinzoome, und hier und oben und unten sind relativ identisch. Ich sehe aber, dass unten der Wellenformausschlag hier, ich zoome mal rein, hier ein kleines bisschen gerippt. Ist. Das heißt, anscheinend hat das WA-47 Junior ein kleines bisschen weniger Pegel rausgegeben. Das heißt, wenn wir jetzt gleich AB hören wollen, die beiden, müssen wir beide erstmal auf denselben Level bringen, damit wir uns nicht von dem Lautstärkeunterschied ablenken lassen. Zu dem Zweck klicke ich hier mal kurz, klicke ich hier mal doppelt rein und kann hier mal kurz normalisieren. Das mache ich normalerweise nicht, aber das machen wir in diesem Fall mal, damit wir die auf den gleichen Maximalpegel kriegen. Denn der Peak, der Maximalpeak, wird jetzt hier normalisiert auf einen Spezialwert, sagen wir mal, ich glaube 0 oder minus 1 zumindest. So, jetzt haben beide den Maximalausschlag und jetzt können wir, hier ziehe ich beide mal 4 dB ungefähr runter, damit der Ausschlag nicht ganz so groß ist. Einmal 4 dB hier. Und einmal 4, damit wir nicht sofort ins Übersteuern kommen mit unseren schönen beiden Vogelspulen. So, jetzt sollten beide auf jeden Fall den gleichen Pegel haben, ne? Das heißt, der Unterschied, der bei der Aufnahme gemacht wurde, wurde jetzt durch das Normalisieren und dann durch das wieder Runterregeln im Clip ausgeglichen. Das heißt, jetzt können wir uns nicht mehr davon ablenken lassen, ob das eine lauter oder leiser ist. Du weißt ja, der psychologische Effekt, alles was lauter ist, klingt auch gleichzeitig besser. Das haben wir ausgestellt. Und ich schlage vor, wir hören jetzt einfach mal, ich schalte mal AB zwischen den beiden hin und her und dann gucken wir mal, wie die beiden klingen und wie die sich verhalten. Ich bin mal sehr gespannt. So, also los geht's. I heard the news. Ah, Entschuldigung, ich blende dir ein, welches Mikro gerade aktiv ist, damit du nicht drauf achten musst. Und wenn du vielleicht die Augen zumachen möchtest, ist auch sehr interessant, bin ich mal gespannt, was du sagst, was dir besser gefällt. Today, oh boy. They made me smile and gave me so much joy. You made my feet, nailed the beat. Made me jump and made me feel the heat. And my house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll with you. Played it high with heart and soul, went down the rabbit hole with you. Yeah, my house rock and roll with you. You and the news. Vielleicht hast du schon erraten, worüber ich hier eigentlich singe. Kind der 80er, ich sag's dir schon. Also, ich finde, dass beide klingen erstmal toll. Das muss man wirklich sagen. Also, das sind wirklich zwei wunderbare Aufnahmen, die hier zustande gekommen sind. Ich finde, das WA-47 klingt ein bisschen schlanker untenrum und hat ein kleines bisschen so diesen Crisp-Röhren-Touch. Das kann man halt nicht wegdiskutieren. Hat es obenrum. Aber wir hören mal nur eine Phrase hier
Immer abwechseln. Ich glaube, das ist dann vielleicht einfacher, wenn wir hier was nur einen Bereich auswählen. Yeah, my house rock. Genau, nehmen wir das mal und hören das mal abwechselnd hintereinander, sodass ich mal umschalten kann und dann sollte es klarer werden, weil wenn man so unterschiedliche Phrasen hört, ist es nicht ganz so einfach zu vergleichen. Wir hören jetzt immer nur die gleiche Phrase und ich schalte noch ein paar Mal hin und her, bin mal gespannt, was du sagst und bin vor allem gespannt, was ich sage. Yeah, my house rock and roll, house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll, house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll, house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll, house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll, house rock and roll with you. Also gefühlt ist es für mich so, dass das WA-47 Röhrenmikrofon tatsächlich auch die Röhre mit einbringt, ein bisschen mehr Obertöne hat und ein bisschen mehr färbt, was natürlich diesem Song gut steht, weil das ein Rocksong ist und da darf die Stimme auch ruhig ein kleines bisschen mehr Crunch haben. Es ist aber wirklich nur marginal. Also vielleicht, wenn du keine geübten Ohren hast oder jetzt über nicht ganz so gute Abhörmonitore gehört hast, hast du vielleicht sogar gar keinen Unterschied gehört, was ja auf jeden Fall dafür spricht, dass beide Mikrofone schon mal eine gute Qualität liefern und ja, da kann man auf jeden Fall bombig mit arbeiten. Wenn du dich, wie gesagt, dafür interessierst, nochmal ein bisschen genauer reinzuhören, dann empfehle ich dir auf jeden Fall von der Blogseite, die Dateien runterzuladen. Dann kannst du nämlich wirklich getrennt mal AB gegeneinander hören, kannst dich drauf konzentrieren und mal schauen, was dir am besten gefällt. Ich bin mal sehr gespannt. Wir hören uns das Ganze auf jeden Fall nochmal einmal kurz im Song an, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen nochmal eben hier rüber und ich nehme jetzt mal nur das WA-47 und mache das WA-47 Junior jetzt mal aus. Dazu müssen wir kurz noch einen Kompressor reinladen, weil der Anfang ist ja doch ein bisschen leiser und gucken mal, wie das dann mit dem Playback klingt. Dazu nehmen wir mal kurz den Fat Channel. Ich möchte nämlich einen 1176 haben und der ist bei Studio One ja quasi als Emulation mitgeliefert. Da ist er. Machen wir mal kurz an und den stelle ich jetzt mal kurz so ein, dass der hier vorne nur ein bisschen komprimiert und dann aber hinten raus ein bisschen mehr komprimiert, damit beides auf Level bleibt. Du kannst mir dabei zuschauen. Los geht's. They made me smile and gave me so much joy. You made my feet, nailed a beam, made me jump and made me feel. Mal kurz Solo hören. Jump and made me feel. Da muss ich noch hier. Schnellste Release-Zeit und mittlere Attack-Zeit hilft auf jeden Fall nochmal. Nailed the beam. Made me jump. Soll in der ruhigen Phase nur ein kleines bisschen kratzen und jetzt, wenn ich Gas gebe, soll er stark komprimieren. Ja, damit hält das einigermaßen im Zaum und wir können uns das Ganze nochmal en bloc anhören. I heard the news today, oh boy. Könnte ich eigentlich auch durch den anderen Equalizer schicken. They made me smile and gave me so much joy. You made my feet, nailed the beat, made me jump and made me feel the heat. And my house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll with you. Yeah, my house rock and roll. That's a loop. House rock and roll with you. Played it high with heart and soul. Went down the rabbit hole with you. Yeah, my house rock and roll. House rock and roll with you. So, spätestens jetzt solltest du erraten haben, worüber ich gesungen habe. Und in der ersten Strophe wird es dann noch ein bisschen klarer. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was hören zwischen den beiden Mikrofonen. Wenn nicht, wie gesagt, lad dir die Spuren runter und wir sehen uns dann nächste Woche zu echten Vocalaufnahmen für den kompletten Song. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.